Hi Leute, ich bin der Noah, es ist Samstag bei Mr. Think Queer und Thema diese Woche ist Probleme bei der Partnersuche, bedingt durch Trans. Das ist mein achtes Video für heute und ich hoffe, dass es diesmal irgendwie nicht so durcheinander und nicht so schwachsinnig wird. Ja, also, Partnersuche. Ich muss direkt vorneweg sagen, dass ich von Partnersuche echt extrem wenig Ahnung habe, weil ich noch nie so wirklich auf der Suche nach irgendeinem potenziellen Partner war oder mich da jetzt total reingestürzt habe und gedacht habe, ich brauche unbedingt eine Beziehung ab morgen, weil sonst werde ich bekloppt und ich suche jetzt irgendwen ganz dringend. Das hatte ich noch nie. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich momentan extrem glücklich vergeben bin. Sehr, sehr, sehr und deswegen halt auch niemanden suche. Genau, peinlicher Anfang. Ansonsten ist es für mich so, dass ich bisher drei Beziehungen hatte und Trans in allen eigentlich nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat. In der ersten vielleicht nicht, also die erste Beziehung. Wir kamen zusammen als zwei Mädels zumindest. Wurde mir dieses Geschlecht zugeschrieben und ich habe mich innerhalb der Beziehung geoutet, damit hatte Trans natürlich ein verstärktes Gewicht. Aber letzten Endes hat es natürlich sehr, sehr viel verändert und wir haben uns auch während meiner Transition getrennt. Die Schuld daran lag aber nicht bei der Transition, sondern an ganz, ganz, ganz vielen anderen Sachen, in die Transition mit Sicherheit mit reingespielt hat, weil es definitiv ein anstrengender Faktor ist für eine Beziehung, aber nicht ausschlaggebend war. So sehe ich das. Andere Fragen müsst ihr meiner Ex-Freundin stellen. Ja, ansonsten war ich, nachdem wir uns getrennt hatten, hatte ich schon so ein bisschen den Gedanken, okay, wie wird das, wenn ich irgendwann mich wieder bereit fühle, eine Beziehung einzugehen? Ist Trans für mich ein Thema? Ist es für den anderen ein Thema? Aber auch gekoppelt mit welche Ansprüche habe ich denn an wen anders irgendwie. Meine Ansprüche waren irgendwie, dass derjenige sollte humorvoll sein, sollte intelligent sein und sich vegan ernähren. Zwei von dreien habe ich geschafft. Ja. Das war so mein Anspruch und dann fiel mir ein, oh, mit Trans umgehen können sollte der Mensch halt auch noch. Das wäre auch noch ganz gut. Wobei ich mir da nicht so wirklich Gedanken drum gemacht habe irgendwie. Ich dachte, ich lasse es auf mich zukommen und oute mich dann potenziell, wenn jemand mir über den Weg läuft. Bei meinem Ex-Freund, den ich danach kennengelernt habe, war das so, dass der von Anfang an wusste, dass ich trans bin. Von daher entfiel auch da der Outing-Prozess und auch da war Trans ein sehr untergeordnetes Thema, wenn überhaupt. Auch wenn er mich zu vielen Ärzten und sowas begleitet hat, aber trotzdem spielte das für die Beziehung keine Rolle. Und bei meiner jetzigen Freundin ist es so, dass auch sie, bevor wir was angefangen haben, beziehungsweise auch bevor wir eine Beziehung eingegangen sind, wusste, dass ich trans bin, weil ich mich einige Wochen davor bei ihr geoutet habe, da noch einfach als ganz normale Freundin, Kommilitonin. Und es deswegen den Outing-Prozess auch leichter gemacht hat, so ein Stück weit. Ich glaube, wenn man diesen Zeitpunkt schon überschritten hat, dass man jemanden unfassbar, unfassbar toll findet, also ich glaube, ich fand sie schon ziemlich toll, aber diesen, oh mein Gott, den will ich, der ist es, yay, Gedanken, dann fällt einem das Outing, glaube ich, auch wahrscheinlich schwieriger oder sowas. Also wenn ich schon, also könnte ich mir vorstellen, wenn man schon wahnsinnig total verschossen ist und irgendwie nichts anderes mehr sieht, dass es dann schwieriger ist. Ja, insofern, weiß ich nicht, hatte ich mit Trans in der Hinsicht keine Probleme. Andere Form von Dating, die ich ausprobiert habe, aber nicht als Partnersuche, sind schwule Online-Plattformen wie Gay Romeo, Gay Royal. Grindr habe ich noch nicht ausprobiert, keine Ahnung. Bei Gay Romeo ist es so, dass ich dort nur auf der Suche nach Sexdates war und deswegen da nie potenzielle Partner gesucht habe irgendwie.
ich aber auch da quasi keine negativen Erfahrungen gemacht habe. Also keine schlimmen. Also natürlich haben Leute gesagt, nee, du, tut mir leid, mit dir kann ich mir nichts vorstellen irgendwie. Ich stehe da nicht drauf oder sowas. Das finde ich, das verbuche ich aber nicht als negative Erfahrung. Das ist, ich meine, es geht um Sex und um sonst nichts und nicht darum, jemanden zu heiraten und alles an dem schön zu finden. Und wenn der sagt, du entsprichst nicht meiner Präferenz, dann ist das für mich in Ordnung. Aber genauso viele positive Erfahrungen, die jeder von uns unterschiedlich einsortieren kann. Also für mich ist es positiv, wenn jemand sagt, ist mir egal irgendwie, dann ja, sieht das bei dir ab Gürtellinie weiter unten halt anders aus als bei mir. Ist egal, komm vorbei in 2 Stunden. Ist für mich positiv. Eine andere Sache ist, okay, kenne ich nicht, würde ich gerne mal ausprobieren, ist was anderes, komm vorbei. Ist für mich auch positiv, kann ich aber auch verstehen, wenn das jemand schon als negativ einsortiert, weil dieses kenne ich nicht, will ich mal ausprobieren, einem ein Stück weit so eine Exotenstellung zuschreibt. Muss man einfach gucken, ob man damit klarkommt oder nicht. Ja. Ansonsten, Partnersuche habe ich einfach, ehrlich gesagt, wenig Erfahrung. Ich habe noch nie irgendwen in der Disco einfach so angesprochen. Ich habe auf hetero- oder auch homosexuellen Portalen noch nie nach dem Partner fürs Leben oder nach dem Partner für die nächsten Monate oder sowas gesucht, sondern wenn eben Sexdates. Meine Beziehungen haben sich bisher aus dem Freundeskreis ergeben. Und ja, wie gesagt, und innerhalb der Beziehung hatte ich damit mit Trans keine Probleme. Also das kann sein, dass ich einfach gerade einer total wundervollen, extrem offenen Frau begegnet bin, was sie auch ist. Aber ich glaube trotzdem, dass das nicht nur extremes Glück meinerseits ist, sondern dass es sehr, sehr viele sehr offene Menschen gibt. Frauen, Männer, was dazwischen, egal. Die Trans gegenüber sehr positiv eingestellt sind, die sich vielleicht davor noch nie damit beschäftigt haben, die vielleicht überrascht sind davon, aber ich glaube nicht, dass Trans wirklich hinderlich ist bei der Partnersuche. Und genau. Ja, viel Glück, viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche.